Hallo, hallo. Corona? Du bist viel zu weit weg, komm. Wenn, dann muss ich mehr Abstand nehmen. Ein bisschen Platz, bei dir ist ein bisschen Platz. Ja, jetzt ist gut. Ja, wie soll ich das jetzt sagen auf Deutsch? Also willkommen zu... Tagesschau. Willkommen zum Podcast. Ja, wie heißt denn dein Podcast? Dann welcome to the Really Awkward Podcast, lieber... Wie ist dein Name nochmal? Jörn. Okay, kannst du mal mir erzählen, was du auf Koh Phangan machst? Was ich auf Koh Phangan mache? Ja. Das sind auch immer Fragen. Also zurzeit mache ich hier, bin ich hier, weil ich nochmal erkunden wollte. Also ich war letztes Jahr schon mal hier. Und ja, ich schaue halt gerade, wo ich so ein bisschen, ähnlich wie bei dir, so ein bisschen meine Homebase finden kann. Wo ich sage... Nicht, dass ich dort für immer bleiben möchte und nie wieder reisen gehen möchte oder sowas, sondern ich habe mein Stuff da, ich muss nicht immer meine Koffer wechseln, ich habe einfach einen Schrank, wo Klamotten reinkommen und also du verstehst schon, was ich meine und yeah. Genau darum schaue ich jetzt gerade so ein bisschen umher. Und jetzt, weil du das erwähnst mit der Homebase, das ist ja ein Riesenthema gerade zurzeit bei mir und was ich halt immer wieder höre von anderen Leuten, ich glaube auch du hast mir das mal gesagt, ja, Home is where your heart is. Mich würde einfach wundern, wie du das jetzt genau siehst, mit Home is where your heart is und trotzdem ja eine Homebase haben. Ja. Widerspricht sich das nicht? Also für mich widerspricht sich das nicht, denn meine Homebase ist eher die Base für meinen ganzen Materialismus. Aber der ist ja nicht der Grund dafür, dass ich mich dann irgendwo zu Hause fühle, sondern es ist einfach, hey, ich habe dort meine Sachen, ich habe dort einen Ort, ich habe nicht immer wieder irgendwelche verschiedenen Airbnbs. Also habe ich vielleicht auch, aber ich habe halt irgendwo schon meine Wohnung oder mein Apartment oder dort, wo ich halt auch bin und ein bisschen Stabilität. Also ich finde, es ist wichtig, dass wir so einen Mix aus Festhalten und Loslassen haben. Also der Mix zwischen Stabilität und dynamisch. Also, genau. Und du bist ja Coach? Ja. So in der Art? Ja. So, wie nennst du das? Doch, wir können es Bewusstseinscoaching nennen. Bewusstseinscoaching, was du machst. Und du hast jetzt erwähnt, Loslassen und Festhalten. Und ich hatte gerade gestern auch das Thema mit einem Freund von mir und wir hatten eben das Thema, wird man glücklicher, wenn man alles loslässt? Und das ist halt so eine Frage, die wir dann durchgegangen sind und wo ich mir so gedacht habe, also wo fängt das an und wo hört das auf? Es gibt hier, gerade auf Koh Phangan, gibt es einige Leute, die halt wirklich alles losgelassen haben. Die waschen sich die Haare nicht mehr, die putzen die Zähne nicht mehr. Verstehst du das? Ja. Das Loslassen geht ja in so vielen Facetten. Wie siehst du das? Es ist erstmal wichtig zu verstehen, wie die Dynamik von Loslassen funktioniert. Also es sind ja Mechaniken, die irgendwo in uns ablaufen. Und ich finde, festhalten ist etwas Wunderschönes. Involviert zu sein in eine Sache und daran festzuhalten und sich damit zu verstricken, kann was richtig Schönes sein. Es ist nur wichtig, ab welchem Punkt wir loslassen sollten. Und wenn unser Festhalten dafür sorgt, dass wir leiden, dann ist für mich der Punkt, wo wir loslassen sollten. Und dann sollten wir wieder die Mechanik vom Loslassen erkennen und sagen, hey, das brauche ich jetzt nicht mehr. Es dient mir nicht mehr. Spiritualität und Koh Phangan und du brauchst gar nichts, um glücklich zu sein. Nein, brauchst du auch nicht. Brauchst du wirklich nicht. Also für mich reicht die Atmung. Du kannst nur mal atmen und denken oder fühlen, besser gesagt, wie nice das ist. Atmen ist genug. So. Ja, ich lache nur, weil das für mich jetzt zurzeit einfach alles sehr viel ist. Mit der Atmung? Ja. Ich sage nur, das ist ja das, was ich meine, die Spiritualität. Ja. Es reicht die Atmung. Ja. Aber jetzt hast du noch so viel mehr. Ja. Spiel doch. Also geh doch raus, involvier dich doch, verlieb dich doch, halt doch fest. Geh doch in eine Richtung, sei irgendwo erfolgreich und geh diesem Traum nach. Aber ich sage dir, es wird ein Punkt in deinem Leben kommen, wo egal was es ist, ob es die Frau ist, das Haus ist, der Job ist, die Kinder sind, was auch immer, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo du verstehst, all das, was ich angesammelt habe und woran ich festgehalten habe, ist nicht das, was mich glücklich macht. Und wenn das Leben dir das dann wegnimmt, wird auch der Zeitpunkt kommen, wo du loslassen musst oder du wirst sehr stark leiden. Das so sich loslassen und festhalten. Ich sage nicht, dass wir nichts mehr festhalten sollten. Also hab Spaß. Bedingt an der Lebenssituation
ist immer irgendetwas, was man loslassen sollte, was man halt spüren sollte, ob es jetzt etwas gibt, was zum Loslassen ist oder eben nicht zum Loslassen ist. Aber das ist eben diese Frage, die in meinem Kopf ist, ja, woher weiß ich denn, okay, ich muss jetzt das loslassen. Sei angenommen, ich leide mein ganzes Leben schon. Ich bin einfach zutiefst unglücklich. Und ich habe jetzt schon losgelassen, meinen Wohnort, meine Familie, meinen Job. Ich habe alles schon losgelassen und bin aber immer noch unglücklich. Ja, warum bist du denn unglücklich? Ja, das ist die Frage. Diese Frage solltest du dir selbst dann einfach mal stellen. Und bist du auch bereit, das Unglücklichsein loszulassen? Loslassen basiert ja auch wieder auf Identitäten. Also wir haben eine geistige Ansammlung, wir können die ganzen Daten ansammeln, aus diesen Daten machen wir Identitäten und damit verstricken wir uns, wo wir dann glauben, dass wir das sind, und dann müssen wir davon wieder loslassen, damit wir verstehen, dass wir nichts davon sind. Weil du genau jetzt jemand anders sein kannst. Wenn du jetzt aber ein Unglücklichsein genommen hast und aufgrund von deinem Unglücklichsein eine Identität aufgebaut hast, die natürlich alles loslassen kann, aber am Unglücklichsein festhält, was sagt, nein, ich darf noch nicht glücklich sein, ja, dann lass das los. Das heißt, es ist auch nur eine Identifikation mit dem Unglücklichsein. Klar. Dann ist es ja immer so, dass wenn man unglücklich ist, dass es eine Identifikation mit dem Unglücklichsein ist. Es ist ja dann nichts vom Außen, was im Endeffekt einem unglücklich machen kann. Es ist ja immer dann die Identifikation mit dem Unglücklichsein. Ja, nur, also natürlich gibt es nichts im Außen, was nachher dafür sorgen könnte, dass du dauerhaft unglücklich bist. Es könnte ja auch bei jemandem sein, dass er leidet wegen seinem Job. Bedeutet, dann ist es sein Job, den er loslassen darf, wenn er möchte, wenn er versteht, okay, ich leide nur darin, ich bin nicht glücklich, das erfüllt mich nicht, das ist nicht das, was ich machen möchte, dann lässt du davon los. Aber wenn du alles schon gemacht hast, aber du in dir etwas aufgebaut hast, wo du sagst, hey, diese Version von mir ist unglücklich, weil es fehlt einfach etwas, dann ist das das, wo wir loslassen können. Wir können die Suche loslassen nach unserem Glück. Ja, weil selbst wenn jetzt jemand wegen dem Job unglücklich ist und dann vom Job loslässt und dann was anderes macht, dann in den meisten Fällen kommt ja das Unglücklichsein nach einer Zeit wieder hoch, eventuell im anderen Job oder durch etwas anderes, verstehst du? Und dann ist es ja im Endeffekt nur ein Switch oder ein Swift. Ein Kompensieren, so mäßig meinst du? Ja, genau, oder eine Ablenkung mal, okay, jetzt geht's mir mal gut, oder vielleicht gibt's das ja einfach überhaupt nicht, dieses Unglücklichsein und Glücklichsein. Vielleicht ist es einfach der Zustand, wo es sich einmal so anfühlt, und wenn es eben Veränderung braucht, dann fühlt man sich unglücklich, und dann, wenn man verändert, fühlt man sich wieder glücklich, und dann, wenn es wieder Veränderung braucht, fühlt man sich wieder unglücklich. Ich denke aber, wenn du wirklich spürst in deinem Job, du wirst nur abgelehnt, die Leute respektieren dich nicht. Natürlich können wir auch da wieder zurückgehen, okay, wo lehnst du dich selbst ab, wo respektierst du dich nicht selbst, weil sonst würdest du gewisse Handlungen einfach machen. Aber sagen wir mal, du berücksichtigst diese ganzen Punkte und du folgst wirklich deinem Traum. Dann heißt es natürlich nicht, dass du danach nicht mehr unglücklich sein kannst, nur weil du jetzt deinem Traum gefolgt bist. Mhm. Aber es bedeutet, du hast die Einwirkungen, die von außen noch auf dein Leben mit einwirken, ein bisschen eliminiert. Mhm. Also es ist viel leichter für dich, deine Sachen zu machen und kreativ zu sein, wenn du mit positiven Menschen dich umgibst und die dich pushen und dir einen guten Einfluss auf dein Leben geben, als welche, wo du sowieso schon deine Probleme hast und die dich auch noch alle mit runterziehen, weil die auch noch ihre Probleme haben. Mhm. Ja. Aber natürlich sollte dein Glücklichsein, wahres Glück, wird niemals von äußeren Zuständen abhängen. Also das, was die Menschen glücklich macht, ist für jeden Menschen kostenlos und jederzeit frei verfügbar. Weil ich eben das gerade mit diesem Freund gestern hatte und hat sich dann auch die Frage gestellt, ja, okay, wenn ich jetzt dann alles loslasse, gibt mir das die Garantie sozusagen, dass ich glücklich bin? Und ich glaube, das haben einfach auch ganz viele Menschen, die am Weg zu sich selbst sind oder am Weg in die Spiritualität sind oder am Weg in das Glücklichsein sind, die sich dann fragen, ja, okay, wenn ich jetzt XY mache oder wenn ich jetzt Ayahuasca mache oder was auch immer, ist das dann die Lösung fürs Glücklichsein? Und das ist, glaube ich, das, was du am Anfang gesagt hast, das ist die Identifikation, oder? Ja, definitiv. Also, die Lösung für das Glücklichsein, ist es dann permanentes Glück? Ich glaube, weil du dir die Frage schon stellst nach permanentem Glück, kannst du schon gar nicht glücklich sein, weil um die Frage zu stellen, musst du dich schon zu etwas Halben gemacht haben. Also deine Identität begrenzt immer das eigentliche Leben, was du bist. Und
Daraufhin wird es nie permanent sein, weil alles, was du ansammelst, kann dir wieder weggenommen werden. Allgemein glücklich bist du, wenn du hier bist, wenn du ganz hier bist. Wenn du kein Glück und kein Unglück fühlst im Endeffekt, oder? Eine Bewertung der Situation, ob es jetzt unglücklich ist oder glücklich ist im Endeffekt. Wer sagt denn, was unglücklich und was glücklich ist? Verstehst du? Es ist halt, wenn man da das noch weiter rauszieht, im Endeffekt ist es halt dann so, ja, okay, woher weiß ich denn überhaupt, dass das Gefühl, das ich jetzt fühle, dass ich unglücklich benenne, dass es das unglücklich ist überhaupt? Ja, klar, wir können jetzt an den Konzepten von Wörtern schauen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich? Aber für mich ist unglücklich sein, schließende und drückende Energie, alles, was mich an der Harmonie mit dem jetzigen Moment fernhält. Das ist für mich Leiden. Das ist für mich unglücklich sein. Ich habe in mir etwas, wo ich denke, wenn das jetzt so wäre, das wird den jetzigen Moment verbessern. Und ich sage, du sollst einfach verstehen, dass der jetzige Moment gar nicht verbessert werden kann. Du kannst nicht verbessert werden. Das ist dann dieses spirituelle Wachstum von, ich muss aber besser werden. Und das, ich kenne das auch von mir oder auch Persönlichkeitsentwicklung ist sehr stark nach diesem, du musst noch das erreichen und dies erreichen. Aber das, was du bist, kann nicht verbessert werden. Denn das, was du bist, ist Leben. Du bist ein eigenständiger, lebender Organismus. Deine ganzen Zellen arbeiten für dich, deine Haare wachsen für dich, dein Mund schmeckt für dich, deine Ohren hören für dich, dein Herz schlägt für dich, das Blut läuft für dich durch deinen Körper. Alles arbeitet für dich. Die Koordinierung von deinen Händen und Füßen, allem drum und dran, alles arbeitet für dich. Jetzt sind wir nur bei dir, jetzt schau dich um. Du siehst, das ganze Leben um dich herum arbeitet für dich. Alles ist für dich. Du musst nichts verändern. Alles ist perfekt, so wie es ist, ganz ohne deinen Einfluss. Und jetzt kommen wir auf die Idee, eine Identität zu bauen. Dieses kleine Ich, was denkt, nein, irgendwas fehlt. Ich muss was verändern oder verbessern. Ja, weil ich glaube auch, dass es mit dieser Information, die wir auch vor allem in der spirituellen Welt bekommen, dass ja alles, was wir sehen, dass wir uns das selbst erschaffen und dass alles, was wir sind, wir erschaffen uns selber und alles, was im Endeffekt, dass wir jetzt hier sitzen und dass da jetzt die Mikrofone sind und da die Kamera und da draußen, dass es grün ist, das ist ja im Endeffekt nur meine Illusion. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Zum Beispiel jemand, der jetzt in einer schwierigen Situation ist und wenn du ihn sagst, okay, er hat sich das selbst kreiert, ja. Das zu wissen, kann es vielleicht, wenn man das weit rauszieht, besser machen, aber im Endeffekt macht es das ja nur schwieriger, weil dann fragt man sich ja, okay, warum würde ich mich überhaupt in so eine Situation hineinkatapultieren? Warum würde ich so eine Situation für mich überhaupt manifestieren? Ja, aber das bedeutet ja, du hättest die 100%ige Kontrolle darauf, was bei dir in deinem Leben passiert. Ja, aber hast du ja auch. Ist es so? Das ist eben die Frage. Es ist so, dass du die 100%ige Kontrolle hast, was dir in deinem Leben passiert. Ich denke schon. Also die Frage ist, ob ich das jetzt denke oder nicht, ist dahingestellt, weil ich glaube, was jetzt so mein Gedanke und meine Intuition zurzeit zu tun hat, die ist gerade wenig da. Aber ich höre halt viel und ich war letztens bei irgendeinem Vortrag von einem... Sanu, keine Ahnung, wie er ist. Und er meinte halt, dass im Endeffekt, wir kreieren ununterbrochen unsere Realität, weil wir haben ein kreatives Mind. Und ob wir jetzt träumen oder ob wir wach sind, im Endeffekt kreieren wir das. Ja, du kreierst dein Leben. Ja. Ja, aber du kreierst dein Leben durch die Art und Weise, wie du auf die Umstände, die in deinem Leben entstehen, reagierst, beziehungsweise antwortest. Wenn du sagst, du hast die 100%ige Kontrolle über dein Leben, bedeutet das, du könntest alles kontrollieren. Ja, du kannst auch alles kontrollieren. Ja? Ja. Nur nicht in Raum und Zeit. Wenn wir beide jetzt hier sprechen, mit wem spreche ich? Ja, mit meiner Seele wahrscheinlich. Du musst ja wissen, mit wem ich spreche. Ja, keine Ahnung. Also jetzt gerade sprechen wir aufgrund von einer Identitätsebene. Wenn wir jetzt aufgrund von dem Bewusstsein sprechen, ja, dann gibt es einen Teil in dir im Bewusstsein, was alles kontrolliert, aber das verliert dann auch die Möglichkeit, irgendwas verändern oder verbessern zu wollen, weil es ja gleichzeitig alles ist. Warte, das war jetzt zu schnell. Nochmal. Also, mit wem spreche ich dort? Wer kann alles kontrollieren? Wenn wir jetzt vom Bewusstsein ausgehen, weil wir sagen, hey, alles ist Bewusstsein und
ich spreche mit dem Bewusstsein und das Bewusstsein kann alles kontrollieren, dann sage ich, ja, das Bewusstsein kann alles kontrollieren, vergisst aber, dass es alles kontrollieren kann, weil es ja in der eine menschliche Erfahrung machen möchte. Und du, wenn du sprichst, hört es sich für mich so an, ich bin mir nicht sicher, aber wenn du sprichst, hört es sich für mich so an, als ob du als Michaela alles zu 100% kontrollieren könntest. Und dann möchte ich dir gerne diese Illusion nehmen, weil das kannst du nicht. Und wenn du daran zwanghaft festhalten möchtest, wirst du sehr viele Ängste in deinem Leben dadurch manifestieren. Also das ist eben die Frage, zurzeit eben bin ich mir gar nicht sicher, was jetzt wirklich ich denke oder ich fühle und was ich jetzt einfach von außen gehört habe, aber wie ich das eben gehört habe von diesem, wer auch immer das war, habe ich mir so gedacht, ja, resoniert mit mir schon irgendwie. Einfach wenn du das jetzt noch weiter hinausziehst, kannst nur du dir dein Leben und alles kreiert haben. Warum sind denn wir jetzt gerade hier und nicht in irgendeinem Land, wo gerade Krieg ist oder keine Ahnung, warum haben wir uns das so manifestiert oder also ist das einfach Zufall, dass manche Leute dort sind und manche Leute hier sind oder? Also du meinst, ob es eine höhere Ordnung gibt? Ja, also irgendwo, es ist ja doch kein Zufall, dass die Sachen so passieren, wie sie passieren. Ja, es gibt eine höhere Ordnung in den Dingen, aber die Einblick in die höhere Ordnung wirst du immer erst dann bekommen, wenn die Situation so war. Bedeutet, du wirst es erst dann verstehen können, wenn es schon wieder in der Vergangenheit ist. Und wenn du es erst verstehen kannst, wenn es in deiner Vergangenheit ist, wie willst du es dann in deiner Zukunft kontrollieren? Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist deine Reaktion auf die Dinge, die in deinem Leben passieren. Und je nachdem, wie bewusst du in deiner Reaktion bist, das wird dann dafür sorgen, dass es eine ganz andere Auswirkung auf dein Leben hat. Aber nicht, ich kontrolliere mein komplettes Leben. Und ich sage ja, selbst wenn du dein komplettes Leben kontrollieren würdest, dann wäre es absolut langweilig. Es wäre langweilig. Es wäre super langweilig. Alte Leute, komm, wir gehen zu alten Menschen, die sind im Altersheim und die leben ein ganz kontrolliertes Leben. Jeden Tag passiert genau das Gleiche. Es ist alles zu 100% kontrolliert. Was ist denn dann für dich manifestieren? Das ist ja im Endeffekt eine Kontrolle über das haben, was passieren wird, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir, keine Ahnung, ich möchte 100.000 Euro oder was auch immer, dann manifestiere ich mir das, aber was ist denn dann Manifestation? Das ist dann im Endeffekt Kontrolle über das. Ich sage nicht, dass wir keine Fähigkeiten haben. Also wir haben ja eine natürliche Intelligenz, die viele Menschen gegen sich selbst verwenden. So, was ist Manifestation? Du gehst in einen Vorstellungsprozess rein und schreibst dir die Story, dass du es dir jetzt schon so fühlen kannst, wie es wäre, und dadurch ziehst du das Ganze in dein Leben, weil du dich schon so verhältst, wie du dich verhalten würdest, wenn das so wäre. Und dann ist es eine ganz logische Konsequenz. Und ich sage auch nicht, dass wir diese Dinge nicht machen sollen. Wenn du sie für dich nutzt, ist das ja in Ordnung. Und du hast einen Einfluss auf dein Leben. Ich sage nicht, dass du dem ganzen Leben ausgeliefert bist und du kannst dir nichts machen und wirst nur vom Leben rumgeschubst. Aber ich sage dir, wenn du zu ignorant bist und zu sehr darauf versteift bist, dass du hier alles kontrollieren kannst, dann wirst du kaputt gehen. Ja, ich glaube, das, was ich halt meinte, war jetzt nicht so auf die Kontrolle bezogen, aber ich verstehe den Ansatz, also ich verstehe, was du jetzt meinst, jetzt komme ich da irgendwie näher hin, aber wenn wir uns alles kreieren, was in unser Leben kommt, hat es ja wenig mit Kontrolle zu tun, weil manche Sachen können wir nicht kontrollieren und trotzdem manifestieren wir. Wenn ich jetzt zum Beispiel jahrelang meine Emotionen unterdrücke, ist es höchstwahrscheinlich in dem Moment, in dem ich es tue, nicht in meiner Kontrolle, weil ich gar nicht weiß, dass ich das mache. Also die meisten Menschen, die wissen ja gar nicht, dass sie das machen. Aber dadurch, dass sie das machen, kreieren die sich ein Leben mit mehr Schmerz, mit mehr Krankheit, mit mehr, was auch immer das dann der Auslöser ist. Das ist logische Konsequenz, ja. Genau. Ein Kreieren von Realität. Und wenn einem das bewusst wird, kann man das vielleicht als Kontrolle nennen, aber es im Endeffekt den meisten Menschen oder allen, uns allen, ist es ja nicht bewusst. Auch dir jetzt, auch den bewusstesten Menschen. Ja. Ich glaube nicht, dass denen alles bewusst ist oder dass denen bewusst ist, was das für Auswirkungen ihn dann für später hat oder was das im Leben dann kreieren wird, außer vielleicht, keine Ahnung, kurz Tepperwein oder weiß ich nicht, der ist wahrscheinlich noch auf einem anderen Stand, aber so war halt dann meine Frage und das war aber gut, dass du das so erwähnt hast, weil ich mir dann so denke, ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele vermischen das eine mit dem anderen. Ja, wir können uns kreieren, was wir möchten im Leben, wir haben es nicht unter Kontrolle. Ja. Ja, ich glaube, das war schön ausgedrückt.
Ja, es war ein guter Podcast, würde ich sagen. Über was haben wir nochmal gesprochen heute? Nur, dass wir es zusammenfassen. Also das Main-Topic-Thema war Loslassen und Festhalten. Kontrolle und übers Leben. Kontrolle übers Leben. Manifestieren. Manifestation. Und eigentlich wollten wir über Emotionen sprechen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich danke dir fürs Kommen und Kabunka. Kabunka. Cheers.